Jo Leute, was geht ab? Und gestern hat das Weltmeisterteam vorgestellt. Mercedes AMG hat den neuen Silberpfeil vorgestellt und er ist Silber. Es gab noch irgendwie eine komische Sache. Man hat Renderings online gestellt mit dem neuen Design. Und die passten aber nicht mit dem Auto, das gelauncht wurde, überein. Also es war ein bisschen, ja, komisch. Wollte man vielleicht da etwas noch nicht preisgeben? Das und vieles mehr erfahrt ihr hier. Wir starten direkt rein. Hier das erste Bild. Und da ist der Mercedes in der fast Standard-Frontansicht. Man hat keine Nummer auf der Nase, fällt mir auf. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt. Aber natürlich auffallend ist auf jeden Fall mal wieder ein anderer Weg der Front, also der Front, also der Nase vorne, des Front-Rings. Ziemlich cool, also was soll man sagen, es fällt auf jeden Fall mal auf, man hat am Endplate, das ist sehr hoch und sehr steil vor allem, dann fallen die Kühlschlitze, sieht man hier nicht, da steht die Nummer, auch in einem klaren normalen Schwarz, nur die Zahlen, keine Umrandung, nix. Man hat dann das Rot hier in dieser Bremsbelüftung drauf gemacht. Vielleicht wahrscheinlich wegen Ineos. Da steht auch am Heckflügel hinten auch drauf. Also man hat vorne Petrona stehen, unten wird es auch schon rot. Ich finde, die roten Akzente machen es auch ein bisschen aus. Man kennt dieses Silber natürlich schon. Was jetzt natürlich auch, Toto hat auch gesagt, die schwarze Farbe ist zwar ihre DNA, die sie jetzt in den letzten Jahren genommen haben, aber auch das Silber gehört zur DNA von Mercedes natürlich. Ich meine, gerade zu Beginn der Formel 1 Zeiten hat man ja das komplett Silber gehabt. Von dem Bild kann man nicht mehr viel mehr erkennen, die Frontansicht. Und hier gehen wir mal direkt auf den Frontwing ein. Und der sieht natürlich, hier komplett an, das sind die veröffentlichten Bilder. Ich habe auch, es gab quasi fast keine Bilder von der Präsentation, nur diese paar. Ich glaube, vorhin hatten wir, das ist das Präsentation, genau. Seht euch hier mal den Frontwing an. Und jetzt gehen wir zu dem nicht präsentierten Auto. Zu diesem hier. Da sieht er gerade die Spitze und so weiter. Die ist hier rundlicher beim veröffentlichten Bild und beim anderen etwas eckiger. Aber wir gehen jetzt mal auf die Bilder ein, die wir haben. Von der Präsentation, wie gesagt, konnte ich zwar ein paar Bilder finden, die Qualität nicht so Bombe. Und ich glaube da, wie gesagt, man konnte sich halt nur vom Livestream so Bilder runterziehen. Wir gucken uns auch jetzt mal hier, bevor ich die Bilder weitergehe, werden wir uns natürlich mal das Video angucken. Hier das Veröffentlichungsvideo und das war schon so eine Art Kampfansage. Ich habe es hier von Sky Sport und die Musik episch vor allem und ziemlich genial gemacht, muss man sagen. Und hier sehen wir dann, so ist auch im Shakedown, im Showdown, Shakeoverdown, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Also es sind ein paar Runden gefahren worden. Ich glaube, man darf da nur 15 Kilometer oder so fahren. Und so hat man das dann auch präsentiert. Guckt ihr diese epische Musik im Hintergrund. Ich finde das einfach toll. Also wirklich, hat man gut gemacht. Ähnlich wie bei Red Bull und natürlich auch bei Aston Martin. Auch bei McLaren hat man eine Show draus gemacht. Bei vielen anderen eher so mittelmäßig. Bei Ferrari war ich ein bisschen enttäuscht. Aber hier hat man dann so dieses... Also das ist fast schon so religiös episch. Und ich glaube, das ist schon so indirekt von der Musik auch an, so ein bisschen eine Kampfansage auf jeden Fall. Ich war auch schon so gehypt. Ich hatte es enthusiastisch, dass der Silberpfeil wieder Silber wird. Und ob diesem Bild wusste ich dann. Zuerst dachte ich, das wäre Lidl hier, aber nein, sorry, Gott sei Dank nicht. Ineos, wie gesagt, steht jetzt auch am Heckflügel drauf. Ich mag das Design sehr, auch wenn sie jetzt nicht viel geändert hat, auch so von der Schriftarten her. Vorne fällt mir auf, ist echt viel drauf, also gerade an der Frontseite von den Seitenkästen, auch beim Lüften lassen, da haben sie echt viel drauf gemacht. Ob es heuer wieder Tricks gibt, weiß ich nicht. Man hat es auch gut und gekonnt in Szene gesetzt, aber wie gesagt, sonst ist da eigentlich nicht viel. Der Halo ist wieder Silber wie 2019. Da hat er mir auch sehr gut gefallen. Auch mit dem Mercedes-Logo wieder drauf. Und dann, das war's dann schon mit dem Video. Man sieht ihn hier noch ein bisschen drehen. Aber die Bilder kamen dann eh prompt auf den Social Media Channels. Wie gesagt, ich zeige euch hier die Vergleiche mal, wie es bei der Präsentation war und wie die Renderings veröffentlicht worden sind. Es hat sich dann natürlich herausgestellt, dass das Auto bei der Präsentation das Original war und mit dem auch dann gefahren wurde. Finde ich auch ziemlich nice, aber passt, das war es jetzt mal mit dem Video. Und jetzt gehen wir direkt in die Seitenansicht und da sehen wir auf jeden Fall, man hat hier bei den Reifenabdeckungen sehr glänzend, auch mit dem AMD drin, ist jetzt okay, sieht ein bisschen aus wie so ein Future Car mit diesen, wo nichts drin ist. Also man hat ja nur in der Mitte dieses zum Runterschrauben, hinten Riesensterne jetzt drauf, hat sich jetzt auch nicht viel getan. Interessant finde ich auch, hinten dieses Eckerl, was da weggeht, dass da die Nummer draufsteht. Ich glaube jetzt nicht, dass die Ecke extra reingemacht haben zum Nummer draufschreiben, aber
viel aerodynamisch wird da jetzt nicht gehen. Auch hinten sieht es mir fast filigran aus am Heckflügel. Ich markiere euch das mal. Da ist nur eine so eine Strebe rauf und die fixiert dann auch mit den Heckflügel. Also man hat da eher gespart. Vorne dafür, hier vor dem Kühleinlass, das sind riesen Luftleiter, vor dem Performance, vor dem, wo Performance steht, sind riesen Luftleiter, die sind mir auch aufgefallen, die sind sehr wuchtig, ja, finde ich okay, sieht auch nice aus. Gehen wir zum nächsten Bild, da haben wir jetzt die richtige Seitenansicht und was fällt auf, wie gesagt, dieses Eckerl hier, das sieht echt, das ist rechtwinklig, also ich glaube nicht, dass das einen starken Einfluss hat. Sonst so vieles hatten wir schon. Ja, der Frontflügel, der ist echt steil und spitz. Also man hat wirklich am Anfang auch geglaubt, dass es jetzt viele verschiedene, oder dass so das Gleiche oder so dieses, dass alle das Gleiche aus denen kommt. Aber nein, also mit spätestens nach McLaren und auch nach Aston Martin hat man gemerkt, ja, da ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Und man hat auch hier, ja, die oben an sich genommen. Ja, man, ich erkenne ja gar nichts. Was steht denn hier drauf? Da steht Affalterbach AMG. Achso, das ist nur AMG, okay. Das ist ein Kreis, Datschen hier ist für AMG. Ja, das Silberne war für mich ehrlich gesagt die größte Überraschung. Man hat natürlich auch vieles gefragt vom Rücktritt. Hat er auch Lewis Hamilton gesagt, nein, es war nie die Rede vom Rücktritt. Er wollte sich einfach nur Zeit nehmen. Er hat auch unter anderem, by the way, nicht Abu Dhabi angeguckt, das Rennen. Er hat auch gesagt, mit Max Verstappen, er ist cool. Man hat den Druck die ganze Season gehabt und ja, also er gönnt ihn auf jeden Fall. Er hat sich dann auch natürlich im letzten Rennen verdient. Michael Masi wurde gefeuert. Ja, da haben sie, glaube ich, nicht viel dazu gesagt, außer Toto Wolff, dass man da sehr zufrieden ist mit der Entscheidung. Ich weiß nicht, inwiefern Mercedes damit eingewirkt hat. Ich kann es mir nicht, ich weiß es nicht. Ah, man hat da sogar noch, die Spiegel sind türkis und auch der Innenteil vom Halo, finde ich auch cool. Die rote Ineos-Nase, die haben sich ja mit Millionen eingekauft. Hier haben wir dann im Shakedown das Auto. Und da sehen wir, so wird das richtige Car aussehen. Also mit dem Wets. Fällt mir auch jetzt schon auf. Also viele haben ja in Silverstone gefahren. Williams zum Beispiel. Ich glaube, McLaren ist ein paar Runden in Silverstone gedreht. Auch AlphaTauri. Und bei vielen hat es immer geregnet dort. Also das ist echt ein scheiß Wetter dort. Und da haben wir jetzt die richtige Nase. Das meine ich ja. Die ist eher so eckig und die andere ist so rund. Also ja, man hat da, anscheinend wollte man da jetzt nicht der Konkurrenz direkt die Teile am Silbertablett liefern. Auch hier auf der Seite fällt mir auf, zwischen den Reifen, also der Unterboden ist sehr viel zackig und so weiter. Ob das Ganze was bringt, ich habe keine Ahnung. Wir werden auch natürlich noch ein bisschen einen Blick, es gab auch nicht viele Informationen. Die Seitenkästen sind ähnlich wie beim ersten Martin auf jeden Fall. Ich habe hier einen Verkehr dann im Regen. Ja, ist okay. Klassisch. Dann haben wir hier die Rennanzüge. Die sind schwarz geblieben. Aber ich glaube, das sind auch eher Autogrammkarten. Also die hat man dann auch veröffentlicht. Also vielleicht bleiben die Rennanzüge dann schwarz. Wäre auch cool. Rennanzüge schwarz, Auto Silver. Würde auch cool passen mit dem Türkis und so weiter. Und hier George Russell dann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch die Autogrammkarten sind. Der hat auch diese Woche gesagt, er wird aus Respekt, er hat einen roten Helm immer schon seitdem in der Formel 1 ist. Und aus Respekt, weil er auch Michael Schumacher damals bei Mercedes gefahren ist, seinen letzten Seasons und so weiter. Und dann auch mit einem typischen Schumacher roten Helm gefahren ist, hat er gesagt, er wird diesen roten Helm natürlich nicht benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ja, Aberglaube oder ist es Respekt? Ich weiß nicht, also ja, kann man mal so machen. Und hier haben wir dann, nein, das ist Mercedes. Nein, ich habe leider keinen Aston Martin Vergleich, aber wie gesagt, also ich blende euch einen Vergleich ein auf jeden Fall. Ich habe die Aston Martin Bilder eh hier, also wir gucken da auf jeden Fall jetzt mal hier kurz drauf. Ein ähnliches Bild, der Aston Martin im Vergleich zum Mercedes und ja, was soll ich sagen, es fallen auf jeden Fall, bei den Seitenkästen fallen auf jeden Fall Ähnlichkeiten, man hat auch so eher so bochig wie bei Aston Martin, also ganz, ganz klar, nach vorne gebeugte Nase, ähnlich auffällig ist die nach vorne gebeugte Nase, das ist wieder beispielsweise so ähnlicher wie die Frontnase, Vom McLaren, unterscheidet sich natürlich aber riesig von dem vom Ferrari. Auf jeden Fall mal gespannt. Wir können uns natürlich auch noch die restlichen Bilder angucken. Hier haben wir natürlich noch die Vergleichs, zum Beispiel so ein perfektes obenhin Bild zu dem Ferrari. Und da fallen auf jeden Fall große Unterschiede auf. Also schon alleine hier diese Striche von der Nase weg. Es sieht mir ein bisschen kürzer aus der Ferrari. Und auch die Nase, das Loch der Nase, also man hat eine viel schmälere Endblade bei Mercedes, die ist natürlich auch steiler und kleiner, ob das, ich weiß jetzt nicht genau, ob das was bringt, auch hier vorne der Rad, also dieses, wenn man hinterm Rad guckt, da fällt auch auf, dass das
eher etwas anders ist bei denen. Und ja, dann dafür ist der Motoreinlass, also der Lufteinlass beim Motor eigentlich wieder gleich natürlich. Das ist so der Mittelpunkt. Und auch hinten hin hat man da Riesenunterschiede auch. Ihr hintere Reifen sitzt einen Ticken weiter vorne und auch der Heckflügel von Mercedes ist ein bisschen weiter hinten. Also ist das Auto vorne hin ein bisschen größer, also wenn man von der Mitte ausgeht, vorne hin, es ist eher vorne hin größer wie hinten hin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das hundertprozentige Daten sind, aber ja, man kann immer natürlich mal ein bisschen gucken. Hier haben wir noch den direkten Vergleich zum Auto vom letzten Jahr und da fehlt natürlich ein Riesenunterschied, auch vorne jetzt schon allein an der Nase. Man hat die komplett überarbeitet, und auch das Runde vorne weggegeben, aber ja, man kann jetzt nicht viel erkennen an diesen Bildern. Die Seitenansicht zeigt nochmal, lässt nochmal ein bisschen was vorzeigen. Das ist der von Valtteri Bottas, auf den kommen wir nachher in den kleinen News noch zu sprechen. Dann noch von vorne von Ferrari und wie gesagt, da fällt natürlich mal groß auf die Nase. Die geht auch bei Ferrari so ein bisschen steil, also die ist so bauchig. Bei Mercedes geht es eher gerade runter. Wie gesagt, auch sogar selbst diese Bremsbelüftung hier, diese Dings, was hier so weggehen, die sind bei Mercedes fast so breit wie der Reifen selbst. Ob bei irgendwem Tricks da hinten sind, ist auf jeden Fall abzuwarten. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Kommen wir nochmal kurz auf eine andere Ecke, auf News. Und zwar haben die bei Haas, die Boys, ihre Rennanzüge vorgestellt. Hier mal, Mick Schumacher und auch Nikita Mazepin, da kann man ein bisschen mehr erkennen. Was ist da in der Mitte drauf? Moskau Stadt University, what the fuck? Die werden immer mehr zum Russenteam, aber ja, wem es gefällt. Dann wurde der US Grand Prix, der Vertrag wurde erneuert. Bis 2026 wird in Austin, Texas, am Circuit of the Americas gefahren. Auch interessant, auf jeden Fall. Dann haben wir hier, die hatten einen kleinen, aber feinen ein paar Runden sind die gefahren, die Alfa Romeo Leute, im Tarnlook. Hier mal Valtteri Bottas, wie er einsteigt. Und dann das coolste Bild, das hier. Es sind einfach mal mit dem Tarnlook gefahren. Man kann nichts erkennen, außer die Sponsoren. Die reißen es ein bisschen raus. Aber man kann doch nicht viel erkennen, außer dass es kein Showcar ist. Das ist auf jeden Fall ein komplettes Auto. Man sieht auch hinten, die sind ähnlich beim Heckflügel wie McLaren gegangen. Die Nase vorne. Da kann man noch nicht viel erkennen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der Mercedes ist auf jeden Fall wieder Silber. Ich freue mich extrem. Abonniert den Channel gerne. Lasst gerne einen Daumen hier unten. Dann schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei für mehr und kleinere Infos. Dankeschön fürs Zugucken. Bis Montag, wenn dann hoffentlich der pink-blaue Alpine vorgestellt wird oder morgen hier oder später noch reacten wir und morgen natürlich auch. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis später und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.